Hast du das schon mal gesehen? Das sind Schüler auf dem Weg zu einer Beerdigung. Es ist die Beerdigung ihrer Lehrerin Agnes H. 1998 wurde sie mit einer Autobombe umgebracht. Doch wie erklärt man jetzt den Schülern, was mit ihrer Lehrerin passiert ist? Das war natürlich eine komplett heftige Herausforderung an uns, an alle, an die Schülerinnen und Schüler, für uns Lehrer, Lehrerinnen und so. Also damit erstmal klarzukommen. Das gipfelte ja dann in der Beerdigung, dass wir hier mit Bussen dahin gefahren sind. Ne? Die Schule ist in großen Teilen ist dahin gefahren, ne? Und hat das eben dann auch mitgetragen. Wer hat die Autobombe platziert? Schau es dir jetzt auf unserem Kanal an.